Das bedeutet, wir müssen da hinten lang und über die grüne Scheiße. Ach, guck mal. Wenn der sich schon so anbietet. Okay. Okay. In Ermangelung eines Raketenwerfers ist die Gatling Gun gegen die Keiko Demons im Moment, glaube ich, tatsächlich die Waffe der Wahl. Wegen dem Stunlock. So, dann müsste es ja... dann da hinten weitergehen, wa? Oh, diese verschachtelten Gänge, das ist ja... Und da hinten halt die beiden Hell Knights. Aber das hier, es wird einen Grund haben, dass das hier liegt. Hier wieder einsammeln ist ja nicht das Problem. Hier liegen Raketen rum. Das wird schon etwas spannender jetzt. So, nicht das Falsche einsammeln. Wer weiß, wofür ich die Ressourcen letztendlich brauche. So. Die Super Shotgun. Das ist ja schon mal was. Jetzt müssen wir da hinten wieder rauf. Ich frage mich immer noch, wie man da am besten hinkommt. Nur mal so ein bisschen über die Level-Architektur nachdenken, dann funktionieren diese Sachen auch, ne? Okay, irgendwas ist da gerade runtergeladen worden. So, und dann können wir mit fast voller Power, nur Rüstung fehlt uns ein bisschen, können wir die Festung stürmen. Da ist ja schon wieder ein Hell Knight, ne? Das ist ärgerlich. Blöd gestanden gerade, das gebe ich zu. Gebe ich zu. Ich möchte anmerken, wenn es hier überall Raketenkisten gibt. Ist doch bestimmt
Alter, wie dumm bin ich denn gerade eigentlich? Das da gefällt mir gerade nicht. Ach du Scheiße. Das ist so der Punkt, wo ich jetzt echt den Raketenwerfer haben möchte. Und wenn es hier Raketenkisten gibt, dann muss es den doch hier irgendwo geben, oder? So, bekämpft ihr euch das dann bitte ein bisschen gegenseitig da? Ah, shit. Alter. Das hat Munition gekostet, und zwar gewaltig. Große Frage jetzt, wie viel Munition liegt hier noch im Level rum? Wie viel kann ich einsammeln? Das ist gerade so im Hinblick auf Shotgun. Ich befürchte, die Antwort ist nicht sonderlich viel. Das habe ich alles schon eingesammelt, ne? Da unten ist noch was. Da ist noch was. Und ich glaube, jetzt wird es schon knapp. Es muss doch den Raketenwerfer hier irgendwo geben. Ich habe 25 Raketen. Bestimmt irgendwo ein Secret. Da ist auf jeden Fall noch muss ich ein bisschen Schaden einstecken jetzt, ne? Ja. Ah, gut, dass ich nochmal geguckt habe, ey. Da unten ist ein Teleporter drin. So, aber Heilung habe ich da oben auf dem Schlossplatz auch noch. Aber wenn ich den natürlich vorher gehabt hätte. Ich meine, ich habe es ja auch so relativ souverän geschafft, ne, aber... Das wäre natürlich noch ein bisschen geiler gewesen dann, aber na gut. Was soll's. Lasst uns diesen Level beenden. Sind das tote Keiko Demons da? Hm. Hat aber noch schön dekoriert. Ja, das wird dieser eine Imp da gewesen sein, ne? Den ich nicht getötet habe. Sehr schön. Ich habe ja noch fast das Zehnfache der Zeit gebraucht. Na, was soll's. Hell Mountain ist der nächste Level. Und ich finde es schon wieder extrem dunkel. Ich sehe wieder nichts.
brauchen echt mal einen besseren Innenarchitekten für die Beleuchtung. Uiuiui, hier fliegt ja ordentlich was durch die Gegend. Fast so, als wäre das hier irgendwie so eine Art, ja, ich weiß auch nicht, Höllenberg oder so. Ach, guck mal, wer da oben schon angescheißert kommt. Ja, vielleicht können wir den erstmal zu uns locken und dann als erstes erledigen. Noch eine Rakete werde ich für dich auf jeden Fall nicht verbrauchen. Au. Den Feuerball habe ich ja einfach mal spontan mit dem Gesicht gefangen. Die normale Shotgun hat tatsächlich relativ hohe Reichweite, ne? Okay, da oben steht ein Arachnotron. Aber jetzt habe ich ja das Mittel der Wahl gegen dieses Miststück. Wo bist du? Das ist ja schön, da stehen ja sogar zwei. Ich freue mich. Distanzkämpfe in Doom sind immer so ein bisschen doof. Ja, komm. Andere auch. So. Okay, bei weitem noch nicht nah genug dran. So, jetzt sind wir ja ganz dicht dran an diesen Mistviechern. Nee, ich will den mal wieder hier rüber haben. So. Aber das hat auch endlich ausgeschaltet und können jetzt hier in Ruhe. Nochmal zurück und hier die anderen Sachen einsammeln. Diesen Raketenwerfer da zum Beispiel. Ne, da wäre noch Shotgun-Munition. Das muss ich mir mal für später merken. Im Moment brauchen wir die ja nicht. Haben wir noch ein kleines Health Pack vielleicht irgendwo?
Sind alles große, ne? Aber vielleicht ja hier ganz am Anfang. Ich weiß es nicht mehr. Ne, sieht nicht so aus. Na gut. So, da bin ich wieder. Und schon fängt das Geknurre wieder an. Guck mal, da ist noch ein Hell Knight. Aber Hell Knights sind ja nun wirklich nicht das Problem. Revenants schon eher. Ich hasse Revenants. So, mit den Raketen sind wir fast voll. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, was das Spiel mir damit sagen will, aber gucken wir mal. Da oben auf jeden Fall der gelbe Schlüssel. Der blaue Schlüssel für den Ausgang. Okay. Die nähere Umgebung geklärt hier. Das war klar. Da hat sich auf jeden Fall eine Tür geöffnet. Noch hier auch noch irgendwo Shotgun-Munition liegen, meine ich, ne? Ich dafür auch ein Stückchen weiter zurück, das ist nicht weiter schlimm. So, das sollte erstmal wieder reichen. Gehen wir wieder rein. Ich mag die Level und auch, dass sie so ein bisschen logisch aufeinander folgen, finde ich auch ganz cool. Da wäre dann noch eine Tür. Jetzt sind wir mit den Raketen fast voll. Ich hätte echt gedacht, dass das der Zugang ist. Aber wenn der das nicht ist, wo ist er denn? Ach du Scheiße. Da kennt man doch gar nichts. Was ist denn das für eine... Weg mit dem Böskopf.
Die Munition lasse ich da erst nochmal liegen. Man weiß ja nicht, was man hier noch so findet, ne? Weg mit dem kleinen Vieh hier. Das will doch keiner haben. Und da ist noch mehr Munition. Die nehme ich auch mit. So. Ich muss langsam zum Ende kommen, sehe ich gerade. Ich gehofft, dass ich den Level hier noch abschließe. So, ich könnte jetzt da runterspringen. Ich muss auch da runterspringen. Das ist ein Blutbrunnen hier. Guck mal, da hinten waren wir schon. Was auch immer das jetzt wieder bewirkt hat. Da oben streuen hat auf jeden Fall was rum jetzt. Da unten sind wir schon gewesen, da oben noch nicht, also. Ach, guck mal. Hier sind wir jetzt, okay. Oh ja, da hatte ich eben schon drauf gehofft, als ich die beiden Arachnotrons gesehen habe. Ja, dann fehlt ja eigentlich nur noch die BFG, ne? Ärgerlich. Oh ja, gehen wir den Weg hier zurück, dann können wir nämlich noch mal gucken. Hier ist nämlich noch ein bisschen Heilung zum Beispiel. So, mit der gelben Tür, mit dem gelben Schlüssel. Das klingt schon wieder nach viel Action hinter dieser Tür hier. Aber nichts, was wir nicht handeln könnten. Ausrüstung her können wir jetzt eigentlich alles handeln. Das dachte ich mir. Alter! So, dafür brauchen wir den roten Schlüssel. Na gut. Dann. Das ist da im Anfangsareal, ne? Ne, es ist hier.
Da habe ich falsch manövriert. Ist aber nicht so schlimm. So. Da oben waren noch ein paar böse Puben. Ich weiß, wo wir sind. Ach, guck mal. Das ist jetzt gerade weniger geil. Kettensäge fehlt uns auch. Jetzt darüber nachdenke. So, dann müssten wir da jetzt aber aufgeräumt haben. Also abgesehen von dem fiesen Hell Knight. Ich will aber den roten Schlüssel immer noch haben. Das muss ich kurz gucken. Wie muss ich denn jetzt laufen? Beziehungsweise also da oben ist der rote Schlüssel. Da muss es ja irgendwie hingehen, ne? Da ist noch ein... Wofür das ist. So, hier quasi durch. Ich merke mir gerade den Weg. Wir haben ja nicht viel Zeit, ne? Das ist echt nicht viel Zeit, ey. Ah, warte mal, das Ding ist jetzt offen. Okay, das macht's einfacher. Das macht's natürlich einfacher. Na gut. So, der rote Schlüssel wäre trotzdem noch von Interesse. Wie könnte ich denn da eventuell noch hinkommen? Ich will nämlich wissen, was dieser Knopf hier noch macht. Schaffe ich das, darüber zu springen? Im richtigen Winkel vielleicht, ne? Wenn, dann muss es doch irgendwie hochgehen, oder? Da oben muss es ja auch noch irgendwie hochgehen. Das wäre ja vermutlich sogar das gleiche Ding, ne? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt privat für mich spielen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit weiter suchen, bis ich es irgendwann gefunden habe. Aber da ihr mit dabei seid,
jeder Level auch irgendwie so einen Endgegner hat hier, ne? Ist auch spannend. So, da hinten ist das Exit. Auf geht's. Vivi-Sektion. Das verspricht ja tatsächlich einiges für unsere nächste Exkursion hier in Doom 2.